Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jerome und ich nehme dich heute mit auf eine innere Reise. Direkt in dein Herz hinein, direkt in deine Essenz hinein. Und zwar verbinden wir uns mit deinen lieben Freunden. Nicht für nichts werden sie auch Engel von den Meeren genannt, Delfine. Ich habe natürlich das Glück, dass ich mit ihnen schon viele Begegnungen hatte, also in ihrer freien Wildbahn. Und die Magie, die einfach passiert, wenn wir Menschen uns mit diesen Wesen verbinden, man kann also sagen, es lässt einfach niemand indifferent. Es berührt auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt einen Zugang zu einer Gefühlsseite haben, plötzlich ihr Herz öffnen. Und ja, wieso ist das? Weil letztendlich das auch in uns ist. Wir sind hochsensitive und sensible Wesen. Und eines der heutigen Probleme in der Welt unter uns Menschen ist, dass wir uns nicht miteinander verbinden können. Und wieso können wir uns miteinander nicht verbinden? Weil das mental nicht geht. Wir können nicht über ein Konzept und über eine Idee uns verbinden. Das wirkt zwar ein bisschen wie Verbindung, ja, wenn wir die gleiche politische Richtung haben, die gleiche spirituelle Idee haben, dann fühlen wir uns so ein bisschen näher zueinander. Aber das hat mit nichts zu tun mit den Möglichkeiten, die da wären. Es ist so wie an der Oberfläche, fühlt sich so etwas sicherer an. Aber ganz tief, bis in die Tiefe geht das nicht. Weil es müssen die Emotionen ausgetauscht werden unter uns und vielleicht noch andere energetische Aspekte, die gelebt werden wollen. Die Verbindungsmöglichkeit mit der Natur, mit unserer Existenz, mit Spiritualität. Aber besonders der Austausch unter uns Menschen über unsere Gefühle. Das stabilisiert uns, das gibt uns Boden, das gibt uns Verwurzelung. Und da wir das in dem sehr schlecht sind, ja, sind wir dort, wo wir sind. Trennte Wesen, trennt voneinander, trennt von der Einheit. Mindestens in der Illusion trennt von der Einheit. Und die Delfine helfen uns wieder daran zu erinnern. Die Delfine haben, also es erklärt sich auch ein bisschen wissenschaftlich, im Sinn, dass ihr limbisches System fast doppelt so gross ist wie unseres. Und wir wissen heute, dass unter anderem das limbische System für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Und so helfen sie uns wieder zu erinnern, dass wir fühlende Wesen sind. Immer wenn wir uns fühlen, wenn wir das Leben fühlen, naja, dann fühlen wir uns gut. Dann fühlen wir uns zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Dann fühlen wir uns frei, verbunden. Immer wenn wir uns fühlen, ist es auf jeden Fall echt. Sogar wenn wir uns mal nicht frei und verbunden fühlen, zum Beispiel Wut fühlen oder Trauer fühlen, ist es echt. Und um das geht es, dass wir einfach echt durch unsere Körper fließen, was gerade ist. Und natürlich auch noch verstehen mit der Zeit, von wo oder wieso es gewisse Wiederholungen von Emotionen gibt oder über was wir vielleicht nicht, was wir nicht schaffen zu überwinden, ist nicht ein ideales Wort, aber wir können sagen, welche Räume wir nicht schaffen zu öffnen für uns. Bei dieser Reise ladet ihr einfach ein, die Weisheit durch dich zu fliessen. Ohne zu fest jetzt müssen alles zu verstehen, was ich da gesagt habe, sondern dich einfach wieder deinem fühlenden Wesen zu öffnen. Weil die ganze Weisheit steckt in dir, steckt in uns, um wie das Körper-Geist-Seelensystem funktioniert. Das muss also nicht kognitiv kontrolliert werden, sondern eher kognitiv losgelassen werden. Dass wir offen sind für neue Erfahrungen, offen sind für neue Möglichkeiten und dass nicht uns die ganze Vergangenheit immer wieder hindert daran, den Moment von heute zu sehen. Also, Delfine ermöglichen uns, ich kann da sagen, in die Wahrheit zu kommen, in die Wahrheit, die heute ist, und uns zu erinnern, dass wir auch spirituelle Wesen sind, uns zu erinnern, dass wir eins sind, aber auch, dass wir hier in einen emotionalen Austausch gehen können. Ja, ich wünsche dir eine wundervolle Reise
Und für die Reise brauchst du etwa 10-15 Minuten Zeit. Schau, dass du an einem sicheren Ort bist, dass du nicht abgelenkt wirst. Und du kannst wählen, ob sie, ja, am besten ist es Sitzen mit der einigermaßen geraden Wirbelsäule. Geh davon aus, dass du jetzt eingerichtet bist. Darum lass dich ein. Tief ein und aus die Schnaufe. Ganz bewusst tief ein und aus. Und jeder Atemzug ist einfach Entspannung. In einem Moment, der sich gut anfühlt, lass dich deine Augen schließen. Und du kannst aber noch kurz überprüfen, ob da außen irgendeine Gefahr ist. Ich sehe, dass es keine ist. Relax. Die Frage mag für einige komisch tönen, aber für dein Nervensystem, also genauer gesagt für dein Stammhirn, für eine Instanz, die für das Überleben zuständig ist, die in der Regel in unserem Unterbewusstsein angelegt ist, ist diese Frage, ob eine Gefahr ist, essentiell. Essentiell. Und das Wissen, dass keine Gefahr ist, hilft dir, relaxed zu entspannen. Mehr braucht dein Körper zuerst mal nicht, außer du siehst natürlich in der physiologischen Not und hast total lebensbedrohliche Umstände jetzt gerade, innere oder äußere, dann macht natürlich die Meditation nicht, die Reise nicht. Ansonsten gibt es keine Gefahr. Relax. Ein und aus. Ganz natürlich. Es ist ganz natürlich für deinen Körper, sich zu entspannen. Sobald es sicher ist, das kann auch wie vollei, so wie das Herz schlägt vollei, so wie die Welt weiter dreht vollei. Yes, genau. Relax. Und das ist eine wunderschöne Reise. Du kannst dich jetzt hier erinnern. Du kannst die Erinnerung aufholen, was sich besonders geborgen und sicher hat angefühlt. Vielleicht war es mit dir, vielleicht war es mit Menschen. Ein Ort, der sich besonders angenehm, eine Erinnerung, die sich besonders angenehm und schön hat angefühlt. Und einfach ein bisschen in das Tauchen. Einfach ein bisschen in das Hineingehen. Einfach ein bisschen relax. Genieß, wie sich das anfühlt, wenn es sich einfach sicher kann anfühlen kann. Und egal wie es gerade ist, letztendlich geht das Leben weiter und es passiert jetzt gerade nichts. Du kannst Körperempfindungen haben, die mehr oder weniger angenehm sind. Und sie werden sicher immer angenehmer werden. Du kannst Emotionen haben, die mehr oder weniger für dich angenehm sind. Und du kannst Gedanken haben, die für dich mehr oder weniger angenehm und gut sind. Jeder Atemzug ist Entspannung. Jeder Atemzug ist relax. Mehr und mehr. Sehr, sehr gut. Und ihr habt jetzt in deiner Vorstellung einfach einen Strand zu sehen. Und egal, wie viel du es jetzt siehst oder wahrnimmst, gerade einfach dir vorstellen,
die Möglichkeit. Und du schaust raus auf das Meer und du siehst wie ein Delfin richtig die Bucht, Strand, wo du bist, herschwimmt. Und du lässt dich von dieser Sonne innere Stimme leiten, Freude leiten, für einfach zu diesem Delfin zu gehen. Du bist in absoluter Sicherheit, du gehst in das angenehm warme Meer rein. Du bist absolut sicher, der Delfin ist jetzt gerade bei dir und um dich herum. Und dann passiert, du lässt dich so richtig in das Energiefeld reinfühlen, verbinden und fühlst einfach Freude, Verbindung. Der Delfin schwimmt um dich herum und Geborgenheit kann einfach da sein. Aber jetzt führt er dich etwas weiter raus aufs Meer und ihr surft zusammen in den Wellen. Und du spürst das, wie sich das anfühlt, wie du einfach so frei dich kannst bewegen. Frei in die Richtung gehst, die dir gefällt. Manchmal ist es der Delfin, der in eine Richtung geht und du gehst ihm nachher und dann gehst du in eine Richtung und dann geht dir nachher. So kann sich frei und verbunden anfühlen. Und du einfach spürst, wie es ist, wenn der innere Impuls von Freiheit ganz frei fließt. Und du gehst weiter ins Meer raus und du bist absolut sicher. Ah, relax, genau. Und jetzt kommen wir zu der Gruppe Delfine. Und die Delfine freuen sich. Das ist wirklich eine riesige, magische Begegnung. Es ist wie Seele erkennt Seele, Freunde erkennen Freunde. Und die Delfine haben einfach Freude, dass du mitkommst. Und Gaia Teshakaya Mokka, das ist eine Seelensprache. Ich rede aus der Seelensprache. Und ich lade ein, die Spirits der Delfine, die heilige Kraft, die Engel der Meere, einen hier geschützten Raum zu geben und die uns so richtig gehend mit in die Begegnung hineinzugeben, für das Herz zu erwachen. Und Kaschaka möge das Beste geschehen, geborgen und frei. Wie Delfine, die nehmen nochmal die Oberfläche Luft und die tauchen zusammen ab. Und zuerst wirkt es etwas dunkler da in der Tiefe und plötzlich im Schwar, wie ein Haus Licht euch durchflutet. Und du spürst das helle Licht, das wie von einem inneren Diamant ausstrahlt. Und es ist das Licht von der Essenz. Du spürst, wie das helle, reinigende, erweiternde, erweckende Licht dein ganze Sein erhebt, dein ganze Sein durchspürt. Deine ganze Energie, dein Sein. Und in diesem Sinne darfst du dich berühren. In diesem Sinne kann sein, dass andere Geistführer, andere Wesen jetzt auftauchen. Wakashakaya Mbakata, Verstorbene können auftauchen. Teyemenge Ashakayake. Sachen, die ganz essentiell und wichtig sind. Sachen, die du vielleicht vergessen hast. Sachen, die sich wieder darf in dir erwecken, zeigen. Sachen, die ganz, ganz tief in dir sind. Und nur darauf warten, auf Erinnerung. Das Licht darf in jeden Raum hineinfließen, jeder von deinen Räumen, auch die im Schatten sind. Im Schatten sind oft Gefühle wie Trauer oder Wut, ohne dass du wissen musst, es zeigt sich so in Situationen. Sachen von Unterdrückung, von dem oder vorderen Leben. Sachen von Angriff, von Machtmissbrauch in dem oder im vorderen Leben. All das darf Raum haben und einfach auch wahrgenommen werden, dass es ist. Aber Gefühle, die mit dem zusammenhängen, dürfen fließen, dürfen sich zeigen. Ganz natürlich. Ganz natürlich. Friede und Liebe bei jedem Atemzug. Alles, was umarmt werden darf. Und auch alles, was du hast vielleicht über Generationen aufgenommen als Persönlichkeit, als deine Persönlichkeit jetzt in deinem Energiefeld ist, wo einfach darf auch als Illusion gesehen werden, die du heute nicht mehr tragen musst. Als Möglichkeit,
es transformieren lassen. Als Möglichkeit, dass du dich nicht mehr vor Angst lässt. Wie richtig die Ängste dürfen schmelzen in Bezug auf einfach dich sein. Delfine zeigen dir jetzt den Weg in dein Herz hinein. Wie lichtvoll du bist. Wie frei du bist. Wie frei du bist. Jeder Atemzug ist Verbindung. Ich kann sich anfühlen wie Liebe und gehen, das ist wie heimkommen. Und alles, was passiert, wenn du fühlst, bei dir zu sein. Du bist unsere Welt vom Leben. Du bist unsere Welt vom Leben. Dann einfach ein, wie sich das anfühlt. Wie das tut in dir. Welche Möglichkeiten. Werden in die höchsten Frequenzen der nächsten Delfine die uns fluten. Unsere Zellen zu erheben, unser Ich. Alles in uns. Und ich lasse dich jetzt die zurück in die Delfine und etwas geben. Mögen wir als Menschen und du und ich jetzt und alle Wankasche kommen und ein Energiefeld von Liebe, von Kraft, von Magie den Delfine geben. Wie von unserem Herz aus und wir auf dem dritten Auge aus pures Licht zu den Delfinen fließt. Eschkeiamaka zu unseren Brüdern und Schwestern, Tangeiamaka Aschaka. Wir wissen, dass wir auch die kraftvollen Wesen sind. Dir, Delfine, die die Erde hüten, die Erinnerung hüten. Dir, Delfine, die mit den Sternen verbunden sind, die Magie der Sterne, die Informationen in die Ozeane bringen. Aber auch zu Lady Gaia, Pachamama, im Austausch, die Erde erheben. Euch wunderbare Wesen, pure Liebe, Licht und Verbundenheit und Kasche kehren Manga an. Und hättet ihr einfach zu fühlen, was passiert. Alle Berührtheit, alle Kraft, alle Energie und alles, was dir geschieht, wenn dann einfach die Energie fließt zu diesen Wesen. Und jetzt werde ich einfach in dir innen wieder zu spüren, den Delfinen Merci zu sagen, dir zu fühlen, wie es einfach ist gerade. Ich tue ein freies Wesen. Du, in dem
Raum innen. Frei verbunden. In den Räumen, die du wahrnimmst. Und dann lade dich alles wahrzunehmen, wie es ist, wenn du frei verbunden bist. Was das alles in dir verändert. Was alles in dir innen erweckt wird, geklärt wird. In Schwingung gebracht wird. Und mit dem die bedanken wie die Delfine, als käme warnen, wie die ganze Delfin-Gruppe die wieder an die Oberfläche begleitet. Aber das Licht, die Reinigung, die Power, die ist in dir. Der Raum ist in dir. Und einfach da seid. Wie die Ewigkeit, die eine Erfahrung macht im Zeit. Raumgefüge und frei und verbunden ist, wie sich erkennt. In wunderbaren Aspekten. Und mit dem die Verabschiedung von der Delfin-Gruppe und mit dem einzelnen Delfin wieder Richtung Strand schwimmst. Frei und verbunden. Dankst ihm nochmal beim Delfin und nimmst dich jetzt am Ufer wahr, wie die Sonne auf dich scheint und du einfach da bist. Als wärst du der erste Mensch auf Erden, leuchtend, frei, verbunden. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Lebendig und frei. Da. Jetzt habe ich ein paar bewusste Atemzüge zu nehmen und wieder warnen, dass du da mit einem Körper bist. Mindestens 3 tiefe Atemzüge nehmen und dann deine Augen öffnen, wach, präsent, besonders verbunden und frei. Herzlich willkommen, du wunderbares, metaphysisches und multidimensionales Wesen. Mögen wir unsere Fähigkeit, uns zu verbinden, Liebe, Frieden, ein Paradies auf Erden zu schaffen, nutzen. Auch.